Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Dan und heute zeige ich euch einen neuen Dreiballtrick, nämlich die Windmühle. Für die Windmühle brauchen wir als allererstes einen ganz wichtigen Wurf, nämlich einen sogenannten Unterarmwurf. Ihr stellt euch so hin, wie ihr es gewohnt seid vom Drei-Bälle-Jonglieren, nehmt jetzt den Ball und führt ihn unter euren anderen Arm und werft ihn von außen in einem Bogen in die freie Hand. Das Ganze noch einmal, von unten in die freie Hand. Von hier dann auch wieder zurück. So, jetzt kennen wir den Unterarmwurf, jetzt werfen wir den gleichen Wurf, aber nicht auf die freie Hand, sondern auf die Hand, die auch den Ball wirft. Das heißt, wir gehen komplett unten rum und werfen bis auf die freie Hand zurück. Der Ball beschreibt einen langen Außenbogen zurück auf die werfende Hand. Versucht dabei auch wirklich mit eurer Hand weiter als eure Schulter zu gehen, damit ihr einen schönen Außenbogen werfen könnt. Den nächsten Wurf, den wir brauchen, ist ein ganz normaler Außenwurf. Der gelbe Ball beschreibt einen normalen Außenwurf. Und wenn ihr den Außenwurf noch nicht kennt, dann schaut euch doch mal das Video an. Dort erkläre ich nochmal ganz genau, wie diese Techniken funktionieren. Nur jetzt anstelle von auch hier mit der freien Hand zu fangen, fangen wir mit der gleichen Hand, die auch wirft. Allerdings holt sie den Ball eben ab. Wir begleiten mit der Hand und fangen sie auf der anderen Seite auf. Die gleiche Hand fängt den gleichen Ball. Und von hier geht es jetzt los mit zwei Bällen. Wir werfen zuerst den gelben Ball in einem Außenwurf, holen den Ball ab, ziehen ihn wieder auf die Position. In dem Moment, wo hier der Platz frei geworden ist, weil sowohl die Hand als der Ball auch weg sind, kommen wir mit dem grünen Ball als Außenwurf und werfen ihn außen rum. Dabei ziehen wir den gelben Ball wieder zurück auf Position. Alles in allem, gelb, grün, zurückziehen. In dem Moment, wo der grüne Ball geworfen ist, ziehe ich den gelben zurück. Gelb, grün, zurückziehen. An dieser Stelle möchte ich gerne kurz die Zeit nutzen, um allen Patreonen zu danken, die mich unterstützen. Auf www.patreon.com/danmackel, dort könnt ihr mich unterstützen mit einem kleinen Beitrag und jeder Cent, der dort reinkommt, investiere ich in diesen Kanal, um weiterhin tolle Videos und Tutorials für euch zu machen. Allen, die jetzt schon dabei sind, vielen Dank! So, ihr habt die beiden Vorübungen gut gemacht, dann können wir starten mit drei Bällen. Der rote Ball ist der erste, der grüne der zweite und natürlich dann der gelbe. Der erste Ball, der rote, ist ein Außenwurf, der zurückgezogen wird. Der grüne ist ein Unterarmwurf auf die gleiche Hand. Und der gelbe ist schon wieder ein Außenwurf, der zurückgezogen wird. Denn mit diesem Muster gibt es nur diese beiden Würfe. Ich versuche einmal bewusst nur drei Würfe zu machen. Eins, zwei, drei. Und ihr seht, die Bälle tauschen die Seiten und auch die Farben. Das heißt, dieses Muster wird abwechselnd mit den Händen gespielt. Ihr seid also jetzt soweit, es immer weiter zu spielen. Ihr macht einen vierten, einen fünften, einen sechsten und so weiter, sodass ihr immer wieder in der Windmühle spielen könnt. Wenn ihr die Windmühle abwechselnd mal links, mal rechts rum spielt, dann seid ihr schon sehr, sehr nah am Milsmess. Wenn ihr den Milsmess gerne lernen wollt, dann schaut euch doch dieses Video an. Dort habe ich auch ein Tutorial gemacht zu diesem Trick. Wir sind schon am Ende angekommen vom heutigen Video. Wenn ihr Lust auf mehr Jonglage-Input habt, dann schaut euch doch vielleicht dieses Video noch an. Und wie immer freue ich mich, wenn ihr den Abo-Knopf drückt und auch die Glocke betätigt. So verpasst ihr kein weiteres Video mehr hier auf diesem Kanal. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Üben. Mein Name ist Dan. Tschüss, bis zum nächsten Mal.